Hey Leute, ich habe heute mal was ausprobiert. Ich habe den Laptop mal ans Labornetzteil angesteckt, allerdings ans große. Und da braucht ihr so, wenn Windows läuft, so 19 Volt, 0,9 Ampere. Ich kann da mal rechnen. Und zwar 19 mal 0,9. Er braucht 17 Watt, 17,1 Watt. So, jetzt will ich mal gucken, wie viel das die HP55, wie viel die aufnimmt, wenn ich jetzt ein Video rendern tue. Dazu starte ich mal das da, ziehe da mal ein Video rein und lasse mal ein Video rendern. So, jetzt rendert der ein Video. Ich habe ihn da noch hochgetaktet und ich bin bei 1,5 Ampere. Bei 18,9 Volt, also 19 Volt, 1,6 Ampere. Rechne ich mal 19 mal 1,6. 19 mal 1,6. Da liege ich bei 30,4 Watt. So, jetzt stelle ich den aber wieder runter. Ich zackte ihn wieder runter. Ich zackte den jetzt auf 1,2 GHz. Und da bin ich hier nur auf 1,28 Ampere. 1,2, 1,3, sagen wir 1,3 Volt. 19 mal 1,3 sind nicht ganz 19, 18,9. Also 19 mal 1,3. Ja, 19 mal 1,3. Wenn er ausgelastet ist, dann bin ich bei 24,7 Watt. Ja, 24,7 Watt brauche ich beim Video rendern. Und 17 Watt, wenn ich nichts mache, wenn der nur läuft. Jo, dann kann ich mal gucken, ich breche das Rennen mal ab. Erstmal abbrechen, das zumachen. So, wie viel Spannung läuft denn der noch, wenn ich jetzt die Spannung runterdrehe? 18, 17, 16 Volt, 1 Ampere steigt an. Hier, je weiter ich runterdrehe, desto weiter steigt es an. Wenn ich wieder auf 19 Volt gehe, sinkt die Amperezahl wieder. Wenn ich mit der Spannung runtergehe, steigt der Strom an, weil die Schaltregler im Laptop ja immer die gleiche Leistung herbringen müssen. 14 Volt. Soweit ich weiß, geht es bei 12 Volt auch. Bei 11 Volt geht es auch noch. Aber wir sind schon bei 1,47 Ampere, jetzt nur im Leerlauf. Jo, mal gucken, ob der bei 11 Volt überhaupt hochfährt. Den Akku da, den habe ich rausgenommen. Dann werde ich ihn mal ausschalten, mal neu starten. Ups, beim Neustarten, zack, aus. Also 11 Volt ist zu wenig. Bei 11 Volt dürfte ich auch nicht starten. Dann gehen wir mal auf 13 Volt. Mal gucken, ob er 13 Volt startet. Ich gehe erstmal ins BIOS rein. Entering Setup. So. Mal gucken. Systeminformation. Hier. Hier, okay. 2200 MHz hat das so. 12, 13 Volt, 1,52 Ampere. Speichern und beenden. F10. So, lass einmal hochfahren. Mal schauen, wie es ausschaut. Starten lassen. Das Video werde ich auch rendern dann, aber da werde ich das Original 19 Volt Laptop Netzteil wieder anstecken. Und Windows XP startet. Ups, bei fast 3 Ampere, die war der gerade. 2,8 Ampere. Die braucht teilweise hier beim Windows Start 2,8, 3,17. Ja, die braucht teilweise ganz schön viel Strom, besonders wenn der in Windows umschaltet. Da 2 Ampere, 1,7. Beim Starten braucht er viel mehr Strom, als wenn er läuft. Also bei 13 Volt läuft er stabil. Bei 13 Volt müsste ich ihn auch wieder runterfahren können. 11 Volt ist zu wenig. Bei 11 Volt, sobald er belastet wird, genau beim Runterfahren braucht er auch wieder viel mehr Strom. Am meisten Strom braucht er beim Hoch- und Runterfahren. Ja, also 11 Volt ist zu wenig. Ab 13 Volt geht es gerade so. Ja, mit 12 Volt ist es Glückssache, ob es geht, denke ich. Okay, das war jetzt nochmal, um zu gucken, wie viel Stromaufnahme der Laptop eigentlich hat.